Tesla hat es mit dem Roadster vorgemacht. Jetzt ist es bei Mini soweit. Ein rein elektrisch betriebenes Modell, der Mini E, wird im Feldversuch erprobt. US-Kunden an Ost- und Westküste dürfen insgesamt 500 der kleinen Stromer zu einer monatlichen Leasingrate von umgerechnet 665 Euro testen. Ein wohl eher symbolischer Preis, den Mini nicht weiter kommentieren möchte. Im Mini E ist alles anders. Ein 204 PS Elektromotor bezieht seinen Saft von einer riesigen Batterie. Diese setzt sich aus 5088 Lithium-Ionen-Akkus zusammen und nimmt ordentlich Platz weg. So viel, dass die Rückbank des kleinen Wagens weichen musste. Auch in den geschrumpften Kofferraum passen nur noch zwei Stadtrucksäcke. Der Mini-E-Motor lässt sein maximales Drehmoment von 220 Newtonmeter ab der ersten Umdrehung spielen. So klappt der Sprint von 0 auf 100 km/h in 8,5 Sekunden. Bei 152 km/h wird der Kleine elektronisch ausgebremst. Umgerechnet sind dies ungefähr 95 Meilen pro Stunde. Mehr als genug für ein Land, in dem selten schneller als 75 Meilen pro Stunde gefahren werden darf. Allerdings wird sich der Mini E auch in Berlin beweisen müssen, aber für ein Stadtauto ist er allemal ausreichend flink. Nach einer Gedenksekunde spurte der Mini E los. Hat auch bei Geschwindigkeiten jenseits der 120 km/h noch jede Menge Beschleunigungsreserven. In der Stadt hört man nur die Umgebungsgeräusche. Bei Autobahntempo kommt ein ganz leichtes Motorsurren hinzu. Der Akku raubt im Mini E nicht nur immens Platz, er macht den Wagen auch um 330 Kilogramm schwerer als einen herkömmlichen Mini One. Obwohl die Ingenieure hart an einer guten Gewichtsbalance gearbeitet haben, schwänzelt der mit Steckersymbolen beklebte Wagen in schnellen Kurven mit dem Heck ganz vorsichtig nach außen. Bei normaler Fahrt bekommt dies aber keiner mit. Agil und ohne Abgase. Der Mini als umgerüstetes Verbrennungsmotorauto ist ein klasse Wurf Richtung Elektrofahrzeug-Zukunft. Und mit mindestens 240 Kilometer kommt er schon richtig weit.